Feste, wir erfreuen sie aufs Beste. Hört sich ja erst einmal ganz verheißungsvoll an. Mehr als das Summen aller Teilchen. Schließlich ist mehr besser als weniger. Für die Familienväter mit kleinen Kindern will sich dieser Mehrwert oft nicht so recht einstellen. Johanna, komm runter, wir müssen los, sonst kommst du zu spät zur Schule. Ich bin auf der Toilette. Lenny, zieh deine Schuhe an. Lenny, wo sind deine Schuhe? Im Geheimversteck. Und wo ist dein Geheimversteck? Sag ich nicht, ist doch geheim. Du sollst deinen Vater nicht verarschen. Von oben? Verarschen ist ein Krötenwort. Ist mir scheißegal, wir müssen los. Warum geht denn dieser Reißverschluss nicht zu? Gott sei Dank gibt es die Sonntage, an denen die Kinder morgens im Bett noch Biene Maja auf dem iPad schauen und die Eltern schon einmal in Ruhe mit dem Frühstück beginnen können. Sonntagmorgen früher aufgewacht, schon Brötchen geholt, Sonne lacht. Tolle Nacht noch. Hallo Welt, das Frühstück kann kommen. Kommen, kommen, kommen. Butter, Croissant, heißer Toast, Honig, Marmelade, frisch geschnittenes Obst. Nicht Kaffee, Kaffee. Alles aufs Tablett, wozu ihr ans Bett? Oh ja. Oh nein, denn sie will Müsli. Will Müsli am Sonntagmorgen. Denn sie will Müsli. Will Müsli am Sonntagmorgen. Ich heiße Heribert. Ich bin 56 Jahre alt und ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens in vollkommener Unwissenheit gelebt. Also ich rede von Sex, Pollen, Stängel. Können Sie sich vorstellen, was damals in meinem Kopf los war? Meine ersten zwei Beziehungen sind deshalb gescheitert. Naja, Sie fänden das sicher auch komisch, wenn jemand beim Sex immerzu vor sich hin summt. Die wichtigste Frage damals beim Sex war: Heribert, woran denkst du eigentlich gerade? Was hätte ich denn da sagen sollen? Beim Sex wird nicht gesummt. Ja, da wird gestöhnt oder geschrien oder gebrumpft, aber niemals gesummt. Eines ist aber geblieben. Wenn mich meine Frau heutzutage fragt, Heribert, woran denkst du gerade? Da werde ich ihr nicht die Wahrheit sagen. New York, mit einer schönen Frau arm in Arm durch die Stadt. Und alles ist in etwa so, wie man es beschrieben hat. New York, in einer kleinen Bar oben auf dem Dach, und dein Bargeld reicht mir höchstens noch bis Donnerstag. Bis Donnerstag, ich rechne grad die Traveler-Schecks dazu, da fragt die schöne Frau mich, woran denkst du? Wenn mich die Frauen fragen, sag mir, woran denkst du? Werde ich niemals die Wahrheit sagen, da bin ich viel zu feige dazu. Wenn dich die Frauen fragen, versuche auf sie einzugehen. Sie möchten sagen können, das hab ich dir angesehen. Drum sprich von Liebe, von Sehnsucht und von Sex. Doch sprich um Himmels Willen bitte nicht von Traveler-Schecks. Wenn dich die Frauen fragen, woran denkst du, darfst du niemals die Wahrheit sagen, da sind sie einfach noch nicht reif dazu. Nun,
Die Heuschrecken zirpen bekanntlich, um Weibchen anzulocken. Bei den Laubheuschrecken der Spezies Mygopoda elongata schließen sich die Herren zu diesem Behufe zu einem Chor zusammen. Und diesem Heuschrecken-Männerchor gelingt es tatsächlich, die Weibchen schneller und nachhaltiger anzulocken, als das jedem einzelnen Heuschreck möglich wäre. Denn als Chor zirpen sie lauter und sie harmonisieren ihr Zirpen zu Frequenzen, die den Damen ganz offensichtlich gut gefallen. Zur Paarung kommt dann allerdings immer nur der Vorsänger oder Vorzirper. Bei einem Menschenmännerchor wäre das der Dirigent oder irgendein Solist. Was also lernen wir aus dem Gesagten? Erstens, nicht alle Heuschrecken sind unsozial. Zweitens, ein neues Jackett bedeutet per se noch keinen Fortschritt. Und drittens, wir als Hardcore sprechen viel mehr Damen an, als das jedem einzelnen Sänger möglich wäre. Aber bekommen tut es am Schluss ja doch immer alle der Bandgens oder irgendein Solist. Show must go on, go on, go on, go on. Show must go on. Find will to carry on.